Wild, laut und verwegen, so war Tina Turner schon in jungen Jahren. Unverwechselbar ihre Stimme, ihre Energie. Bandleader Ike Turner machte sie in den 60er Jahren zu seinem Star und zu seiner Frau. So kommt sie raus aus dem verschlafenen Nachtbusch. Anna May Bullock, Tochter von Baumwollpflückern. Die Bühnenshow stimmt, doch Ike Turner stellt sich als brutaler Ehemann heraus, misshandelt sie. Als Tina sich Mitte der 70er scheiden lässt, überlässt sie ihm alle Musikrechte und steht damit künstlerisch vor dem Nichts. Doch dann geschieht das Unerwartete. Alleinerziehend, mit Mitte 40, schafft sie den Durchbruch als Solokünstlerin. Erst jetzt steht sie wirklich an der Weltspitze. Tina Turner füllt die größten Stadien der Welt, hat einen Nummer-1-Hit nach dem anderen. Ein Triumph. Ike hat das nie geschafft, sagt sie einmal. Völlig in sich ruhend, mit Blick auf ihr Leben. Er habe sie nur ausgebremst. So actually he was holding me back somehow. Zum beruflichen Erfolg kommt das private Glück. In den 80ern lernt sie ihren zweiten Mann kennen, den Kölner Musikmanager Erwin Bach, der ihr, als sie krank wird, eine Niere spendet. 2009 war sie noch einmal auf Tour gegangen. Mit 69 Jahren. Danach zeigte sie sich nur noch selten. Zu ihrem 80. schickt sie eine Videobotschaft an ihre Fans. Well, I look great. Ich sehe toll aus, ich fühle mich gut. Ich habe einige ernsthafte Krankheiten überstanden und eine zweite Chance bekommen. Ich bin glücklich. I'm happy. Sie habe das Gift in ihrem Leben in Medizin verwandelt, sagte Tina Turner. Ein echtes Vorbild für ihre Fans.